Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 17 Karriere mit RB Leipzig. Mein Name ist Demi, ich begrüße euch und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zum zweiten Spiel in der Vorbereitung. Falls ihr das erste Video noch nicht gesehen habt, ich blende es euch jetzt oben ein. Und dann könnt ihr euch das ansehen oder ihr schaut einfach diese Folge. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst mir einfach schon mal ein Like da. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal hier in die Spielerentwicklung. Vielleicht können wir wieder trainieren. Wir können wieder trainieren. Wir laden noch einmal die hervorige Einheit. Und ich würde sagen, wir simulieren nochmal alles. Und im Verlauf der Saison werden wir auch das Ganze mal selber gestalten. Weil, wie ich sehe, kommt hier öfters mal eine D-Note und sogar eine F-Note. Und das ist natürlich nicht gut. So entwickeln sich die Spieler überhaupt nicht weiter. Und ich würde sagen, wir können mal auf die Transferliste gucken. Ich habe da noch ein, zwei Spieler, die ich gerne verpflichten würde wollen. Und da haben wir einmal einen Rechtsverteidiger, glaube ich sogar, dass der in der Bundesliga spielt. Ich glaube, wenn wir nach links gehen, sind wir schneller in der Bundesliga. Ja, ich glaube es aber auch nur. Nein, es geht. Und der spielt bei Bayer Leverkusen. Und das ist Benjamin Henrichs, der ist ja zurzeit richtig gut in der Bundesliga und macht gut Aufsehen. Wir bitten ihn erstmal zu beobachten und eine Anfrage an Henrichs rauszuschicken. So. Und dann vielleicht noch einen neuen zentraloffensiven oder einen zentralen Mittelfeldspieler. Ich bin mir noch nicht so sicher. Oder vielleicht den linken Flügel, dass wir vielleicht die ganze Formation ein bisschen umstellen. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Wir sortieren das Ganze mal runter bis auf 20 Jahre und suchen mal. Vielleicht finden wir da irgendwas Interessantes. Ich scroll hier nur mal schnell durch. Ja, Kingsley Coman spielt halt bei Bayern. Maxwell Cornet, was sagt er? Zeigt großes Potenzial. Ist okay. Was haben wir denn noch hier? Irgendwelche großen Namen, die relativ jung sind. Ja, mir fällt auch jetzt gar keiner ein. Obwohl, wir können eigentlich mal... Ich glaube, wir können eigentlich mal in die Serie A gehen. Wenn wir links gehen, machen wir, glaube ich, schneller. Also der heißt ja nicht mehr Serie A, sondern Calcio A. Beim Verein Lazio Rom, genau. Wir suchen mal schnell. Und da haben wir ihn, Keita Diao. Ein aufregender Mann für die Zukunft. Und eine Anfrage schicken wir mal raus. Das wären jetzt so die zwei Spieler, die ich im Blickfeld habe. Es ist jetzt nicht, dass ich hier im Internet geguckt habe, oh, Riesentalent, Riesenpotenzial. Nein, sowas habe ich nicht gemacht. Wir gehen nochmal schnell in die Aufstellung. Wir haben uns ja hier das Ganze angesehen. Selke hat absolut den Lauf gehabt. Tauschen wir mal aus gegen Paulsen. Was heißt den Lauf? Der hat gut gespielt. Gibson hat mir richtig gut gefallen rechts. Er war sehr offensiv, aktiv. Und sonst nehmen wir noch Bernardo mal mit für Klostermann. Der bekommt hier ein Päuschen. Und sonst habe ich eigentlich gar keinen weiter, den ich jetzt erstmal mitnehmen würde wollen. Wir speichern das erstmal ab und simulieren das Ganze hier vor. So, da bekommen wir schon eine Nachricht im Büro. Anfrage zu Keita Diao. Bezüglich Anwendung möchten wir Ihnen mitteilen, dass unsere Preisvorstellungen im Bereich von 33,5 Millionen bewegen. Alter! 33,5 Millionen? Ist vielleicht auch für weniger zu haben. Was haben wir denn eigentlich für ein Transferbudget? Ah ja, okay, ich sehe da, wir haben noch 12 Millionen übrig. Okay. Wir versuchen es einfach für 22,5 Millionen. Das ist ein guter Spieler. Und als Tausch vielleicht, ja, John Patrick Strauß
59 Stärke, linkes Mittelfeld als Ersatz. Wir senden das einfach mal ab. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die darauf eingehen werden oder nicht, weil ich finde 33,5 Millionen echt fett. Ja, für Henrichs wollen sie 10,5 Millionen. Das finde ich voll in Ordnung. Wir können ihn vielleicht für ein bisschen weniger haben. Ich entscheide mich mal hier auf 7,5 Millionen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon ins nächste Spiel hier gegen Udinese Calcio im European International Cup. Ich hoffe, wir können hier nochmal gewinnen. Also dann bis gleich zum Spiel. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Spiel Udinese Calcio gegen RB Leipzig. Wir haben die Aufstellung nicht verändert, wir haben Anstoß. Und wir spielen ja gleich auf hohen Druck mit ein bisschen Offensivqualität. Oh, Gibson. Du spielst heute von Anfang an. Enttäusch mich nicht. Sabitzer da fast mit den Schnitzeln. Machen wir einen Seitenwechsel rüber auf Halstenberg. Ah, legen die nochmal zurück. Udinese Calcio steht da gut. Cater läuft. Aber wir finden hier echt keine Anspielstation. Compare runter auf Halstenberg. Jetzt vielleicht mal durch. Selke sieht da schön Halstenberg laufen. Und jetzt fehlt uns ein bisschen die Anspielstation in der Mitte. Da kommt Sabitzer von hinten an den Ball. Aber Perisan kann sich den Ball runterholen. Faraoni, wie heißt der denn? Faraoni, Yangto, Silva. Oh, jetzt kommt er da durch. Wir passen da einmal nicht auf. Jetzt ist da die Lücke, aber kein Problem für Pulagi. Keita steht da frei. Wir können ihn runterlegen. Wir legen ihn nochmal wieder hoch. Wir legen ihn nochmal durch da auf Sabitzer. Aber dem fehlt jetzt wieder die Anspielstation. Die stehen ja alle ein bisschen eng beieinander. Demme. Ja, Demme wartet da auf Halstenberg. Der muss nochmal abdrehen. Dann kommen wir nochmal durch. Keita, lauf, 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 lauf. Der läuft nicht. Finden wir Selke. Mal rumspielen. Demme. Mal durch. Keita. Jetzt vielleicht hoch. Gibson läuft. Ja, Gibson muss auch abdrehen. Hat jetzt die gute Flankenmöglichkeit. Aber Samir kann den erstmal klären. Demme. Forsberg vielleicht mal aus der Distanz abgefälscht. Aber Perisan hat da kein Problem. Kriegen die Lücke da hinten nicht dicht. Yangto. Ja, den brauchen die jetzt nur durchstecken. Aber wir passen gut auf. Keita runter. Und jetzt vielleicht durch auf Werner. Ah, der legt sich denn da ein Stückchen zu weit vor. Philippe kann den klären. Perisan. Silva, Selke hinterher. Gibson passt da gut auf, geht dazwischen. Ah, Keita, Schussmöglichkeit, aber der war notgedrungen. War nicht perfekt, war nicht perfekt. Können die Abstöße nicht klären. Wir haben da irgendwie zu kleine Leute im Mittelfeld. Hol dir den Ball, gut. Durchgespielt, nochmal schnell hoch. Selke, Werner. Werner läuft, wir chippen den rein, aber der kommt nicht richtig durch. Yangto, Selke wieder da. Selke sehr präsent hier. Keita, Sabitzer und Gibson läuft oben. Jetzt fehlt wieder die Anspielstation in der Mitte und Philippe fast mit dem Eigentor. Perisan, 18 Jahre, zwei Paraden. Wir führen den kurz aus. Keita. Keita kommt da durch, kann den reinbringen. Halstenberg, aber der ist nicht gut. Silva. Oh, fast mit dem Fehler da. Selke. Selke hat Platz, braucht zu lange. Er sich da dreht. Widmer. Der Schweizer. Faroni. Mal nur um die Lücke zu machen. Oh, jetzt kommt der Seitenwechsel da. Evandro. Oh, Evandro geht da vorbei an Gibson. Da fehlt ihm die Erfahrung halt. Aber Willi Orban kann das da klären in der Mitte. Bleibt da am Mann dran. Die Flanke kommt. Die ist gefährlich. Und Badu macht da das 1:0. Weil Halstenberg da einen Schritt beiseite geht und den Ball nicht wegköpft. Ja, jetzt müssen wir hier den Ausgleich machen, damit wir nicht mit ganz lernen hinten durchgehen. Der war so nur abgefälscht, die Flanke.
Ja, gut, 32 Minuten, 1:0 für Udinese Calcio. Wir müssen hier ein bisschen mehr an die Offensive jetzt gehen. Okay, da, komm Halstenberg, lauf. Schön. Durch. Legt ihn ab. Sehr gut. Keita. Ah, verstolpert da ein bisschen den Ball. Wir bekommen hier nochmal einen Eckball. Wir führen den nochmal kurz aus. Und das ist ein Foulspiel. Wir bekommen hier einen Freistoß in gefährlicher Position. Die Frage ist nur, wie wollen wir den machen? Direkt. Was hat er denn für Werte? Sehen ganz gut aus, aber ich glaube nicht, dass das so optimal wäre. Werner vielleicht? Oh nein, Werner ist da ein bisschen zu klein. Aber Keita kann sich den Ball nicht holen. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht wieder in Konter rennen. Aber gut gespielt. Badu, da ist er wieder. Badu wird da gestört, aber setzt sich da durch. Kommt per, passt auf. Vielleicht mal einen schnellen Konter. Ah, oh, der kommt nicht durch. Samir passt auf. Parisha. Perisha. Faroni. Oh, jetzt ist da wieder die Lücke für Wittmer. Der kann den dann durchspielen, aber spielt den nicht. Demme passt auf und jetzt nach vorne Werner. Komm Werner, du hast Tempo. Du hast Tempo, Werner. Aber wo ist wieder unsere Anspielstation? Wir kommen nicht durch. Wir kommen da einfach nicht durch, weil im Mittelfeld, also in der Mitte vom Angriff, im Zentrum, die Leute fehlen. Das gibt's doch gar nicht. Und jetzt kommen sie wieder hier über den linken Flügel. Da können die da gut durchspielen. Silva, Gabriel Silva kann den wieder reinflanken und Halstenberg ist wieder nicht da auf seiner Position und schon steht 2:0. Was soll ich denn da machen? Also Halstenberg gefällt mir da überhaupt nicht. Warum auch immer, wo rennt der rum? Wo rennt der rum? Perisha macht das 2:0 in der Halbzeit, noch vor der Halbzeit. Und das ist natürlich alles andere als gut. So gehen wir garantiert mit Lern hinten raus. Seiden. Wir können hier nochmal ein bisschen was reißen. Vielleicht nur 2 Tore erzielen. Aber ich glaube es mal ja nicht. Halstenberg, der hat ja überhaupt keinen Bock mehr. Wir lassen Bernardo mal links spielen. Wir bringen Paulsen noch für Werner. Werner gefällt mir da überhaupt nicht. Wir werden erstmal die Aufstellung hier verändern. Wir spielen hier. So spielen wir. Wir lassen Paulsen vorne. Obwohl Paulsen ist ein bisschen schneller. Oliver Burke bringen wir für Sabitzer rein. Tauschen das mit Forsberg. Keita bleibt da. Ich denke, wir lassen das erstmal so. Machen erstmal noch schnell die Anweisungen rein, dass er hinten bleiben soll. Genauso wie die Außenverteidiger hinten bleiben bei Angriffen. Und dann hoffe ich, dass wir nochmal irgendwie 2 Tore erzielen können. Oder es liegt wirklich an der Formation, die Leipzig hier hat. Dann werden wir die definitiv verändern. Und werden mit meiner Lieblingsformation spielen. Und schon haben wir den ersten Ball. Können wir den da durchspielen? Oben. Ah, er kommt nicht durch. Schade. Das war die erste Möglichkeit hier von Selke, den Ball durchzuspielen. Auf Paulsen. Wir müssen nur hinten aufpassen. Oh, was machst du da, Forsberg? Das ist kein Foul. Oh, was für ein schlechter Pass. Was für ein schlechter Pass. Und da ist wieder die Riesenmöglichkeit. Aber Gibson passt diesmal auf. Udinese Calcio bekommt hier den Eckball. Kommt kurz. Und jetzt bekommen sie hier einen Einwurf. Den holen wir uns. Keita macht das da gut. Aber was ist das für ein Ball? Was ist das für ein Ball?
Oh, gib's doch. Nein, nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wir kriegen den Ball da nicht weg. Und jetzt kriegen wir wahrscheinlich noch... Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Runter. Oliver Burke, komm. Du bist jung, du bist spritzig. Cater. Durch. Oh, der kommt nicht an. Paulsen stört da. Und wir bekommen hier einen Einwurf. Los, komm schon, Jungs. Selke, was machst du da? Wir bekommen nochmal den Eckball. Den bringen wir diesmal rein. Ah, der kommt nicht gut. Der kam nicht gut. Oh, wir gehen da an. Spieler vorbei, unten die Lücke zu. Demme, Diego Demme ist nicht schnell genug. Und dann kommt natürlich der Ball da in die Mitte. Oh, Bernardo. Gut, Bernardo, dass du da bist. Bekommen wir die Udinese-Leute, bekommen wir nochmal einen... Was ist das denn? Wieso behindert ihr euch da gegenseitig? Komm schon, wir müssen ja ein Tor wenigstens erzielen. Sonst sieht das ganz schön düster aus. Wir sind schon in der 65. Minute. Fofana macht da nochmal den Schuss. Das Stellungsspiel ist auch überhaupt nicht gut. Das ist natürlich abseits, wenn der Ball durchgeht. Wahnsinn. Wahnsinn, was meine Verteidiger da machen. Und das muss das 3:0 sein. Aber das ist es nicht. Wir haben noch Glück. Wir sind noch im Spiel. Unsere Passsicherheit ist nicht gut. Nicht hoch. Nochmal durch. Selke auf Paulsen. Wir warten da, dass Selke startet. Wir spielen ihn nochmal raus. Bernardo mal mit der Flanke, die nicht durchkommt. Udinese Calcio steht da einfach sicher hinten. Wittmer verliert jetzt den Ball an Kompe. Wo ist denn das ein Foul? Wir haben den Ball gespielt. Das ärgert mich hier, dass wir hier schon 2:0 zurückliegen. Und noch nicht mal eine Chance hatten. Und die kommen hier im Stundentakt durch. Wir stehen nicht gut. Wir stehen alles andere als gut. Und Leipziger Spieler, die bewegen sich auch nicht. Die bewegen sich auch gar nicht. Den haben wir. Und jetzt durch. Paulsen macht das gut. Und Selke, gib Gas. Ach, du hast keine Kraft mehr. Das ist doch nicht dein Ernst. Durch da. Paulsen. Oh. Da fehlt uns der Zug zum Tor. Wir können nicht mal einen Kopfball gewinnen. Ja, dann ist es halt ein besseres Trainingsspiel hier für uns. Und wir müssen wechseln. Uns fehlen die Leute da. Wir bringen Kaiser mal noch über die linke Seite. Vielleicht bringt uns das was. Forsberg muss raus. Wir bringen Upamahe oder wie er auch immer heißt. In zentrale Mittelfeld. Das ist nicht gut. Ich hätte hier schon gerne noch ein Tor geschossen. Damit wir nicht ganz so abkacken. So, Burke. Paulsen. Burke. Paulsen. Schön. Schön. Durch. Oliver Burke. Burke macht hier noch das 2:1. Vielleicht, vielleicht ist noch was drin. Dass wir noch mit einem Punkt rausgehen. Oliver Burke, ich habe mir die Wiederholung nicht angesehen. Ich will jetzt hier noch ein Tor erzielen. Aber das wird schwer. Das wird schwer, denn wir befinden uns in der 84. Minute. Wir verlieren da den Ball. Wir holen uns den wieder. Und jetzt nochmal schnell nach vorne. Oben läuft schon wieder Paulsen. Paulsen, der wird da gefoult. Chiri. Wir bekommen hier noch einen Freistoß in richtig guter Position. Wer soll den machen? Wer soll den denn machen? Kaiser hat gute Werte, aber Freistöße sind nicht meine Stärke und der geht übers Tor. Hätte ich mal eine andere Variante gewählt. Den haben wir uns jetzt selber verkackt. Wir schieben hier in die sehr offensive Position.
Wir gehen auf die Abseitsfalle, wir erhöhen den Druck. Wir brauchen jetzt nur mal den Ball und ein Konter. Nein, wir sind in der 90. Minute. Das wird verdammt eng. Oh, Leute, komm schon, nach vorne. Jetzt kann es nochmal was werden. Schön durchgechippt. Ah, der kommt nicht an. Und ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's gewesen. Wir rennen hier in den Konter. Widmer hat die Möglichkeit. Widmer legt den am Tor vorbei. Wir verlieren hier leider das zweite Spiel. Hatten nochmal die Möglichkeit, hier auf den Ausgleich zu stellen. Aber sollte halt nicht sein. Aber ist okay. Udinese Calcio hat sowieso die Tabelle angeführt. Wir schauen mal auf die Tabelle, wie es denn da jetzt aktuell steht nach dem zweiten Spieltag. Ja, wir sind immer noch Zweiter. Wir haben 2 Tore geschossen und 2 Gegentore bekommen. Wir haben eine Tordifferenz von 0. Brighton hat ein negatives Gegentor, aber auch 3 Punkte. Wir sind noch im Rennen. Oh, jetzt habe ich mich verklickt. Gruppe 2, also die Gruppe B, Stuttgart führt das Ganze an hier mit 6 Punkten. Wir werden hier mal noch vorsimulieren. Denn wir bekommen noch eine Nachricht. Lazio Rom akzeptiert das Angebot für 22 Millionen. Das ist natürlich Schnieke. Jetzt müssen wir uns nur noch einig werden mit dem Spieler. Wir geben mal keine Rolle an. Und dann hoffe ich, dass wir ihn verpflichten können. Inakzeptabel, okay. Oh, die haben ein besseres Angebot. Naja, wir lassen das erstmal so. So, okay, Nationaltrainer, das wollen wir nicht. Inakzeptabel. Dann werden wir mal versuchen, das Ganze hier ein bisschen zu verbessern. So, für 9,5 Millionen. Und ich glaube, damit sind wir dann auch schon durch. Wir haben hier noch eine Nachricht von Spielern, was die kommende Partie angeht. Auch schnell im nächsten Spiel gesehen und festgestellt, dass ich auf der Bank sitze. Ich habe in letzter Zeit gut gespielt und würde gerne weiterhin eingesetzt werden, Trainer. Ja, werden wir jetzt sowieso machen. Wir werden noch die Aufstellung verändern. Denn wir kommen mit der anderen Aufstellung einfach besser klar. Die ich normalerweise sonst auch spiele. So, da haben wir vorne Selke. Werner nimmt erstmal Platz auf der Bank. Oliver Burke spielt. Forsberg geht über die linke Seite. Oder Sabitzer. Wir lassen Sabitzer über die linke Seite kommen. Bernardo hat auch gut wieder gespielt, spielt, aber Halstenberg ist einfach nur ein Flop auf der linken Seite. Was der da zusammengespielt hat, geht gar nicht. So, noch schnell die Anweisung reinhauen. Hinten bleiben bei Angriffen. Okay, dann lassen wir das so. Und dann sehen wir uns eigentlich schon in der nächsten Folge wieder. Wenn es denn gegen Brighton geht, eines der entscheidenden Spiele wahrscheinlich. Wenn wir das verlieren, sind wir raus. Wenn wir das gewinnen, sind wir weiter. Spielen wir unentschieden, sind wir auch weiter im Pokal drin. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir einfach wieder ein Like da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ich sage erstmal Tschüssi.